Treppe rauf, Treppe runter, rechts lang, links lang. Wo war nochmal der Hörsaal? An der Hochschule Flensburg dreht sich in dieser Woche alles um die richtige Orientierung. Wer, wie, wo und was? Anniki und Martha starten heute ins Studium, haben einen Haufen Fragen im Kopf zum Start in den neuen Lebensabschnitt. Das ist so eine richtige Flut an Informationen. Man weiß gar nicht wirklich, wo man überhaupt anfangen soll. Wie der ganze Campus so aufgebaut ist, dass man in den ersten Tagen nicht so viel Stress hat, die Räume zu finden. Was muss ich fragen? Wen muss ich fragen? Genau. Den Studiengang haben sie gefunden. Aber wie sieht es mit der neuen Wohnung aus? Wo finden die Erstis schnell Anschluss, neue Freunde und Lerngruppen? Dafür gibt es hier Mentoren. Marleen ist eine von ihnen, selbst im 5. Semester und kennt sich bestens aus. Erstmal natürlich rein zu den Inhalten selbst. So, man muss sagen, man wird hier direkt überfordert mit Mengen von Stoffen. Man kriegt das teilweise gar nicht so hin in dem Volumen. Heißt, da kann man vielleicht so ein bisschen differenzieren und sagen, hey, das ist wichtig, das ist eher unwichtig. Genauso gut gibt es ja viele, die in Flensburg komplett neu starten fürs Studium. Eine der Hausaufgaben für heute ist, dass man mindestens 5 Telefonnummern mit nach Hause nimmt, um einfach ein Umfeld zu haben, mit denen man dann entsprechend gemeinsam das Studium meistern kann. 230 neue Studierende sind seit heute am Campus dabei. Darunter wie Martha und Anniki auch zahlreiche BWLer. Die Flensburger Hochschule ist bekannt in Gründerkreisen und wurde deutschlandweit ausgezeichnet. Wir haben hier was aufgebaut, 2 Laptops, einmal mit einem QR-Code für die WhatsApp-Gruppe BWL, dass die Leute direkt untereinander sich connecten können. Wir können da Infos reinsenden über alle möglichen Sachen. Generell sind wir Ansprechpartner für alle Belange der Studierenden. Wir wollen ihnen helfen, durchs Semester bringen. Ob Schiffstechnik, Energiewissenschaften oder Nautik im Bachelorstudiengang, bei der Studienberatung wissen Sie, was derzeit ganz besonders hoch im Kurs liegt. Ja, im Sommersemester jetzt zum Beginn ist es natürlich Betriebswirtschaft oder auch Energiewissenschaften. Zum Wintersemester ganz klar im Fokus ist Film. Na, alles, was im kreativen Bereich zu tun hat. Film, Media Arts, Medieninformatik, das sind so die Studiengänge, die das Interesse bei den jungen Leuten momentan wecken. Ganz unterschiedliche Studiengänge, aber mit einem großen Ziel, bestens betreut starten, damit das Studium später auch zum vollen Erfolg wird.